Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evil Within mit mir, Crank Reaper. Und sagt mir das. Genau. Und Ja. hier seht ihr Van Goghs letztes berühmte Bild. Sie mag Van Gogh nicht. Sie Sie ist sind wohl eindeutig ein Picasso. Kunstkritiker, ich verstehe. Eindeutig ist sie ein Picasso. Sie ist ein Picasso oder sie mag Picasso? So Sie müssen wir mag hier wieder Picasso. ins Ugly Face? Nee. Kann ich jetzt wieder hier mit dem Spiegel abhauen? Lady? Und wie Lady renne in ich? White. Ah, so renne ich. So Okay, so ziehst schiele du. ich, so krieche ich hier, wie auf dem So Schulhof. ziehst du dir deinen Arsch rein. Was mache ich auf Kreis? Weglaufen. Nein, ach, die Lampe. Ah. Hatten wir die nicht auf dem Ja, haben wir rechten. auch. Ich glaube, da stecke ich einfach nur auf Kreis die Waffe weg und hier lade ich nach. Nice. Und auf X halte ich erstmal. So, ewig nicht mehr gespielt. Unsere Lebensanzeige ist fast. Sind harte Ficker. Ach gut, auf dem mache ich ja erstmal eine kleine Dröhnung geben. Oh, direkt in die Blutbahn. Wie Gummibärchen. Ich mag Das Gummibärchen. funktioniert auch noch. Ah ja, wir sind hier immer noch. Ja. Ich glaube, das Spiel ist zu laut. Das musst du mal ein Stück leiser machen. Einen Moment. Ja, ich kann es auf jeden Fall ein bisschen leiser machen. Musst du. Das war bei dem Kampf, bei irgendeinem anderen war das auch, manchmal ist der Hintergrundsound so laut. Dann kannst du noch, dann machen wir noch ein Stück. Welcher? Wir haben gerade keinen Sound. Ganz drei Stück leider. Okay. Das ist quasi Spielsache wie nur 6 Dezibel und wir auf Ja, 6. aber ich weiß nicht, ob das immer noch zu laut ist. Wir sind ganze 12 Dezibel lauter. Ja, aber du siehst ja den Ausschlag. Naja, wir gucken uns die Folge nachher einfach mal an. Ja. So. Entschuldigung. Da hinten hängen auf jeden Fall ein paar Bilder. So zu Ja. deiner rechten und deiner linken. Wir gucken uns aber erstmal. Alter, der Schatten oben gerade an der Wand, ich dachte, da hängt so eine fette Spinne. Das wäre Kraft. Da liegt sogar was rum. Okay, hier. Batman-Style irgendwas am Kamin? Nein. Nein. Ruvik ist also schon mal nicht Batman, das finde ich sehr beruhigend. Ja, Mann. Jetzt Streichhölzer. können wir Livia was anzünden. Wir haben hier eine. Da haben wir ein wenig Muni. Warum müssen Türen eigentlich immer von selbst zugehen? Oh ja, Falldeile, die brauchen wir. Die werden wir definitiv So, dann haben brauchen. wir nice Rifle Shots. Genau. Gib es mir. Schon 32.000, Mann, das ist eine Menge. Bis Oh ja, noch mehr. 50.000 ist die gar nicht mehr so weit. Ne, wir haben schon über die Hälfte. Ja. Oh, manchmal muss ich sagen, ist das nervige, dass die Kamera da ist. Ich bin auch mal überlegen, ob wir es vielleicht hätten auf dem PC aufnehmen sollen. Ich glaube, da wäre es cooler gekommen. War es ein bisschen einfacher zu steuern gewesen. In Alan Wake muss ich sagen, da lasse ich ja auf dem. Ach, Motherfucker. Ich lache mal. Nein! Ruvik kommt! Mach die Tür auf! Oh Scheiße. Ruvik! Das war ein Unfall! Jo, Ruvik ist ein harter Motherfucker. Er meint, Nobody One Hit. does know your secret. Ah, schade, ich dachte, ich konnte weg. Wäre die Bombe nicht explodiert, hätte ich das vielleicht geschafft. Hätte ich so ganz geil sneaky an ihm vorbeilaufen können. Wie sind wir beim ersten Mal losgeworden? Hey, da ist jemand hinter der Tür. Du musst, der verfolgt dich nur eine Zeit lang. Mehrere Gegner können mit einem Streichholz, ganz genau, und mehr Nahkampfangriffe dienen der ersten Linie der Verteidigung. Oder dienen in erster Linie. Lass mich doch mal zu Ende lesen, ihr Kleinen. Dienen in erster Linie der Verteidigung, nicht dienen Der der ersten. ersten Linie der Verteidigung. Ist das die erste Linie? Ja, Nahkampfangriffe. Ich wollte erst den ersten Satz mit dem zweiten kombinieren, aber es hat nicht ganz so. Nachbar den Revolver. Siehst du, ich hätte mal auf Rufik ballern sollen, warum habe ich das nicht gemacht? Weil es nicht geht. Was sagst du jetzt? Aber versucht haben wir das nicht. Das war die Lampe. Hier war das, genau. Wir wollten erst noch eine Pille snacken. Ja, direkt in die Blutbahn. Du musst mit X bestätigen. Das finde ich immer dämlich. Ja, ich weiß zwar nicht, wo du mit Kreis bestätigst, außer in Nee, ich habe Japan. quasi ich hab die Taste, um das zu aktivieren. Dann klickst du drauf und drücke ich nochmal die Taste, um Ach es so, anzuwählen. dieses. Aber da sagt er sich nein. Du, deine Wählen. komischen Steuerungsgelüste. Genau, auf dem anderen läufst du halt auf Ja. R1 und auf den anderen beiden zielst und schießt du. Genau. Und wir sneaken uns ins Haus. Ich habe eigentlich keinen Bock, gegen ihn zu battlen. Er muss noch nicht, du musst erst mal laufen.
das ist ja. So, da hinten ist die Tür. Ja. Wo die Tür gerade hinter uns abgeschlossen? Nee, nee, das ist hier die Geräuschkulisse im Hintergrund von. Müssen wir hier wieder irgendwie rumlaufen? So, das kann auch sein. Das kannst du natürlich mal versuchen, aber erstmal hier wieder schön alles einsammeln. Wir haben ja schon geguckt, hier sollte ich klopf, klopf. Nichts erwarten. Außer Muni. Fette Rifle-Muni. Ja, ja, und dann halt genau. Die Fässer und da hinten ist auf jeden Fall nochmal Ektoplasma. Schade, jetzt kein Fallen Teil, das ist natürlich kacke. Ah, ist natürlich okay. Oh, aber Muni für ein Colt. Ja, das ist schon mal nice und. Ektoplasma. Like your mama. Wir sollten das mal beobachten, ob das Ektoplasma. Nee, das geht auch wieder zurück, ne? So ein Scheiß. Ja, ja, das geht auch zurück. Hä? Achso, ich hätte mich drunter versteckt. Vielleicht können wir uns hier vor ihm verstecken. Was unter dem Bett? Ich bin nicht da, Rubik. Geh weg. Das kannst du versuchen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich will nicht weiter nach vorne gehen. Ich hätte gewartet. Als ich mich nämlich umgeguckt habe, ist es automatisch passiert. Jetzt bist du Rubik nicht. Ja, dann halt nicht Rubik. Ficker. Weißt du, Vorsicht, da ist eine Mine. Erstmal wild auf Knöpfe drücken. Ja, ja, das ist zum Glück nichts Unbekanntes bei dir. Okay, jetzt zeig Skill. Wow, knapp. Geil. Zwei Feinteile, voll geil. Nice. Das ist eine verdammt große Packung. Ja, für zwei Kugeln muss auch ordentlich Platz sein. Neben dir sind noch Kissen, die kannst du kaputt machen. Ja. Musst du auch nicht mehr kriechen. Ja, Mann, Ektoplasma. Voll geil. Aber auch nur 200. Ja, da hinten lag auf jeden Fall ein. Achso, eine Weinflasche. Ich schmeiß die Ruwig an den Kopf. Oh, guck mal, nochmal Ektoplasma, nice. Ein Cello. Nimm das mit. Ist geil. Kannst du ja spielen. Aber ich hätte mich im Schrank verstecken können, ich Noob. Konnte ich das. Alles klar. Gut. Ich will das jetzt Ruwig an den Kopf werfen. Wette, die fängt da und trinkt da. Wie ein Gangster. Wenn er jetzt überhaupt kommt, vielleicht ist Ruwig hier auch nur zufallsgetriggert. Und der kann dich hier noch woanders erwarten. Daher steckt auf jeden Fall ein Bolzen. Ich denke mal, ein Gegner ist hier in der Nähe. Hä? Achso, der steckt da hinten. Ich dachte, der steckt hier. Nee, nee. Guck mal, hier ist auch noch eine Flasche für Ruwigs. Hässliche Fresse. Sehr, sehr geil. Und ein Safe in der Wand. Die sneaken wir auf jeden Fall mit. Ja, die snacken wir mit. Okay, das ist Ugly Grandpa. Hier, guck mal, Safe Head. Vielleicht darfst du jetzt gleich battlen. Ja, das. Obwohl das Bild ein sehr, sehr dreidimensional gezeichnetes Bild ist. Granate. Das ist sehr geil. Oh, der hat lockiges Haar. So, ist im Klavier was? Spielen? Nein. Ja, schade. So, da vorne liegt auf jeden Fall so ein kleines Büchlein. Das. Notiz aus Musikzimmer in Anwesen. Zwei Welten, getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund. Darüber gesichtlose Beobachter. Sie verlachen die Tragödie. Und unter hilflosen Opfern, die alles verlieren. Und unten hilflose Opfer, die alles verlieren. Hm. Sie verlachen die Tragödie, gefällt mir. Ich habe letztens, als wir essen waren, mich verlacht. Erstmal gucken. Wir brauchen. Zwei Cockholes sind das, wir brauchen kleine Penisse. Sehr, sehr kleine Penisse. Okay, wir müssen jetzt irgendwo Schlüssel finden, alles klar. Ja. Das heißt, wir waren hier noch gar nicht richtig, sondern müssen jetzt mal woanders hin. Was war das? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Dreh dich mal weiter um. Da vorne ist auch nichts. Keine Ahnung. Guck dir vielleicht mal den Safe an. Ja, da liegt was. Das haben wir vorhin übersehen. Geile Spritze. Nice. Ja. Oder mir schwan Übles, würde ich sagen. Ich habe auf jeden Fall meine Flasche immer im Abzug. Achso, ich dachte, wow, da steht gerade Ruwig einfach so chillig am Kamin, weißt du? Jetzt mal fix seine kalten, toten Hände wärmen. Ne, es ist hier nur das Geräusch. Ja, ja, das soll mal aufhören, das ist voll übel. Genau wie meine Mama. Okay, irgendwo ist Ruwig in the Hood. Bleib vielleicht nicht auf der Treppe stehen? Okay, nein, muss nicht unbedingt Ruwig sein. Wo bist du? Dreh dich um. Da kommt er. Die andere Seite. Ja. Du hast ihn nicht gesehen, das war leider schade. Ich glaube aber, da musste er einfach weglaufen. Der krabbelt dir einfach ins Gesicht. Ja, weißt du, was er sagt? I. Du hast meine Keime. Nimm meine starke Hand.
So eine Instant. Oh, guck mal, da sind die beiden Knöpfe. Was oben? Das, ja. Ich habe gerade darüber nachgedacht, das ist eigentlich ganz klar. Also, Klaus. War hier irgendwo ein Fernseher? Hat Ruwe Kabel? Hat er schon Antennen? Der hat auf jeden Fall ein bisschen Nähdraht. Garn. Ja, das zählt doch nicht. Das braucht er, sonst hält die ugly Fresse nicht. Hast du nichts von Frankensteins Monster gelernt? Achso, ich dachte vom Joker. Ach nee, der hat es angetackert, ne? Sein Gesicht, ja. Aber ich glaube, er hat sich auch mal den Mund zugenäht. Obwohl ich mir das gar nicht vorstellen kann. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie diese hässliche Scheiße mit den zugefügten Lächelnarben aus dem dreckigen Dark Knight-Film in die Comics mal übernommen haben. Ich bin froh, dass es weg ist. Oh, Gott sei Dank. Ja. Das wäre echt Bullshit. So, wir gehen hier wieder rein, weil wir die Gegend hier schon kennen. Genau. Es ist interessant zu wissen, was Ruwik triggert. Deine Mama? Ja, vielleicht. Vielleicht sieht er sie und denkt sich, man, shake that booty, bitch. Ich weiß nicht, was für ein halbtoter Typ denkt. Rifle Money. Also das wird er wahrscheinlich nicht denken. Der erinnert dann noch mit Grütze. Ja. Okay, und nochmal Rifle Money. Das ist. Dann machen wir das einzig Sinnvolle. Wir laden durch. Genau. So, und haben wir für die Pump Money? Jo, ist die schon geladen? Ich glaube, da geht noch mehr rein. Ey. Hast du nicht die Pump ausgewählt? Nein. Ich habe die falsche Waffe gewählt gehabt. Ich mag Pump Guns. Und Armbrüste. Brüste. Hast du gesehen. So, hier, den hast du schon. Jemand zu Hause. Das wäre voll gruselig, hier sind Jack in the Box. Ja. So, jetzt Skill. Bam, Alter, war das ein geiler Skill oder was? Du hast aber was im Fuß stecken. Ja, das ist noch von letzter Nacht. Da sich ein Stachelschwein hat jetzt sexuelle Belästigungsklage gegen mich eingereicht. Das sah so verlockend aus. War das ein Handy? Ich glaube ja. Also nur Witz, das war's, sonst müssen wir wieder gucken wegen dem Computer. Ich will nicht, dass wir nochmal. Alles klar. Das hat mir gesagt, Steve möchte dein Geld haben. Also, finde ich furchtbar. Ja. Was weiß, dass es funktioniert. Granate. Gut, kann ich nicht kaputt machen? Hätte ja sein können. So, wer. Eben als du das mit Jack in der Box erzählt hast und die Harpunen hier. Ja. Die, und dann dieses Geräusch vom Handy kam, hab ich gedacht, Alter, ist hier jetzt gerade so eine Box, die gerade irgendeinen Sound spielt? Das wäre voll gruselig gewesen. Das wäre mega gruselig. Aber der Safe-Typ hatte, glaube ich, auch zwei Räder. So, das haben wir schon gelesen. Hier die kleinen süßen Cockholes. Ich weiß, was da drin ist. Vielleicht. Ich würde sagen, was Blutiges. Ganz ehrlich, Aktfotos von Ruwik, Junge. Ich schwör's dir. Die waren auch blutig. Ganz ehrlich, das Gruseligste an dem Level ist, dass Ruwik wie so ein Perverser einfach jederzeit hinter dir stehen kann. Ja. Ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Komm hier. Hä? Ist mal hier falsch. Ja, der wird zufalls. Okay, die ist natürlich abgeschlossen. Ruwik, gib mir die Schlüssel. Da will ich nicht rein. Ja, guck mal hier. Ich glaube, die ist. So offen. Okay, ich höre was. Fette Bibliothek. Nice. Da ist jemand geil auf dich. Ja. Ich weiß nicht, ob es der einzige ist. Sieht frei aus. Hab ich mich gerade erschrocken. Der Typ das Menü an. Hey, hier ist auch noch was. Oder ist er immer noch hier? Ja! Das hat ihn eiskalt nicht interessiert. Das schon. Oh, fuck it. Glück, da ist noch einer. Oh ja. Alter! Nein! Fuck it! Fick dich!
Alter, was ist denn los mit ihm? Das will ich auch gerne wissen. Wow. Entschuldige, ich sitze still. Der ist grantig auf dich. Ah! Und wenn du den langen Weg nach hinten durchläufst. Oh, Alter, das war knapp. Hier ist er. Fick dich! Dieser Penner. Oh, das ist auch noch voll, weißt du, die Musik zieht dann auch noch so nach. So melodramatisch. So, hier sexy Ruviks Tagebücher. Da haben wir eine kleine sneaky Bombe. Diesmal zeige ich es mit Skill, hoffe ich. Mein Skill wird wieder scheitern sein. Oh, Skiller. Easy peasy. Dachte ich, zeige ich mal, was ich kann. 9 Teile. Das ist schon, da liegen auf jeden Fall ein paar Patronskis. Ja. Würde ich mir auch gerne nehmen. Nice. Ganz ehrlich, da oben, glaube ich, bist du gefickt, wenn Rovik dich haben will. Übrigens habe ich neulich auf Arbeit Moneckis gesagt. Meine Chefin guckt mich an mit den Worten. Das ist Russisch für Freundschaft. Echt? Ja. Interessant. Ich habe sehr gelacht in dem Moment. Es ist nicht Russisch für Freundschaft. Ach so. Aber Moneckis, also Geld, ist gleich Freundschaft. Da habe ich gedacht, das ist ein bisschen... Ich weiß, er hat daran geknabbert, aber ich traue dieser Leiche nicht. Zünde sie an. So, ich traue niemals Leichen. Wollte sagen, besonders die, die man anzünden kann. 10 Teile, geil. In dem Vorraum. Die hätten wir Rubik in seine scheiß Fresse jagen sollen. In dem Vorraum hattest du da die Grütze gesehen? Also, wenn du hier nochmal zurückgehst, ich glaube. Ja, genau, ich glaube, auf diesem kleinen Beistelltisch stand. Ja, da habe ich alles mitgenommen. Alles klar. Aber wir können hier nämlich. Noch einen Bolzen. Warte, liegt noch hier. Der klemmt hier so fett. Kostbolzen, geil. Den hätten wir Ruvik reindrücken müssen, aber ich glaube, der hat sich auch wieder wegteleportiert. Ja, hoch? Genau, deswegen bin ich jetzt wieder zurückgegangen, weil da hinten das Kabel weitergeht. Ja. Ja, die Axt hier immer schön am Anschlag. Da leuchtet das bestimmt, was evil blau. Das ist bestimmt ein Tagebuch. Das Tagebuch der Anne Frank, oder was? Anne Frank. Wo? Ach, da. Der hat dir ins Gesicht getreten. Dafür hast du sein Gesicht. Wie auf dem Schulhof, Motherfucker! Dafür trägst du jetzt sein Gesicht. Ja, und er trägt den hier. Wichser. So. Ja. Nee, das ist ein Fabergé-Ei. Nein! Nein! Das ist fürs Cockhole. Oberes Safe-Zahlenrad. Oh. Ein altes Zahlenrad eines Safes mit den Ziffern 0 bis 24. Alter! Was zum Teufel? Willst du mir sagen, da unten steht eine Guillotine rum? Ja, und oben sagen ein paar Party-People in Taschentüchern. Der soll hingerichtet werden? Ruvik, was ging hier ab in deiner Hütte? Alter, Junge. Aber der hat eine fette Bibliothek, das muss man ihm lassen. Weißt du, da kannst du oben stehen und wenn dann einer zu Besuch kommt, sagst du einfach, wie gesagt, einfach dein Bediensteter. Er ist in der Bibliothek. Und dann kommt ein Besuch hoch in die Bibliothek. Du stehst hier oben drauf und wartest, bis er reinkommt mit deinem Buch in der Hand. Ich habe dich erwartet. So wie den Motherfucker hier. Na, beweg dich, Anne Frank. Das ist tatsächlich eine Frau gewesen. Ja, deswegen habe ich ja gesagt. Ja, komm schon, Süßer. Den hast du nicht getroffen. Doch, den habe ich sauber getroffen. Kaini? Das sind auf jeden Fall jetzt deine Greatest Hits. Ja, auf jeden Fall. Das ist wie Chris Brown. Eigentlich darfst du darüber nicht lachen, weil er böse ist. Ja, aber das ist... Also ich würde den Witz jetzt hier auch nicht erzählen, weil er halt böse ist. Guck mal hier, ich habe 3 verbraucht. Guck mal hier, wie sauber. Kein Kopf mehr. Kein Kopf mehr. Kein Kopf mehr. Aber auch kein Loot. Ja, geil. Weißt du, macht Sock sein Handy leise und was hörst du? Das war deins. Das war nicht meins. Das hat niemand gehört. Doch, ich gerade eben. Hast du nicht zugehört? Ich weiß gar nicht, ob es so schlau ist, um alle Türen aufzutreten. Das macht Bock. Ja. So, hier ist das Schlafzimmer der Anne Frank. Notiz aus Rufix.
Ich habe sie wiedergesehen am Ende des Flurs, ihr langes schwarzes Haar, schön wie immer, glänzend im Mondschein, die Augen wie dunkle Teilchen, ihrem Porzellangesicht. Sie trug ihr rotes Lieblingskleid, wie ein blutroter Sonnenuntergang, wie eine Blutspur im schwindenden Licht. Laura, du kannst nicht tot sein. Ganz ehrlich, Ruvik, du hast Probleme, sowas schreibst du einer Frau nicht. Das allerdings Bluten deines Haares erinnert mich an deine Menstruation, es war genauso sexy. Allerdings, so wie er sie beschrieben hat, schien sie eine sehr schöne Frau zu sein. Mit einer porzellangleichen Haut. Ich mag es, wenn sie porzellangleich sind. Ich auch. Ist das hier Ruviks Elternschlafzimmer? Oder Lauras? Das würde das ganze Sache irgendwie noch creepiger machen. Ja. Hier kannst du dich verstecken. Ganz ehrlich, wenn Ruvik kommt, lauf ich wieder weg. Wie so ein kleines Mädchen. Aber ich meine jetzt, wenn du dich verstecken kannst, gehe ich davon aus, dass du es musst. Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass es was bringt, wenn du in den Schrank gehst, während er dir zuguckt. Wo ist hier jemand? Vielleicht zu deiner Rechten? Nee, es ist hier vorne vor der Tür. Oh, Kenny. Oh, Kenny. Oh, Kenny. Und Ruvik. Oh, fuck. Asma Hannes. What the fuck, Asma Hannes? Oh. Was ist denn los mit dir, Ruvik? Huh. Alter, Vater. Oh, 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 oh. Alter. Wie Alter. Wie geil. Oh, Gott sei Dank muss ich das gar nicht machen. Das ist sehr, sehr nervenaufreibend schon beim Zusehen. Ganz ehrlich, ich glaube, Kenny war nur hier, weil Ruvik da war. Du hast ihm auf jeden Fall gerade fett in den Kopf geschossen. Das sonst hatte ich auch nicht übrig. Egal welchen Ohrwurm er hatte, den hat er jetzt nicht mehr. Ja, hat keine Ohren mehr. Kleine Drecksau, so. Na. Skill! Der war super, eiskalt super mittig. 12 Teile, geil. Oh, wie ich dunkle Gänge hasse. Mhm. Oh, okay, die Tür ist zu. Das Schöne bei Engen oder bei Gängen ist, dass die Leute nur von hinten und von vorne kommen können. Bei engen Gängen, ich verstehe schon. Es klang nicht so falsch, wie ich, als ich das gedacht habe. So, das heißt, hier? Die können nicht von überall kommen. Ist relativ sicher. So, als wenn man mit dem Rücken. Okay. Da hat jemand ins Klo geschleimt. Eine Badewanne? Okay, aber die ist leer. Ich dachte gerade, das wird die. Verdammt groß. Ein Kack. Oh! Ich will die weg! Ich will die weg! Keine Frage, mein Karl. Ja, nehm ich! Ich versuch's doch mitzunehmen! Okay. Alter! Da kann doch die Alte nicht anfangen, in der Badewanne zu platschen! Alter, wie hast du das nicht gehört? Doch, aber ich dachte, die planscht irgendwo im Raum. Scheiße! Alter, nein. Was? Scheiße, nein! Scheiße, nein! Wurstgulasch! Alter, was? Ja. Ich denke, wir machen ein kleines Fragepäuschen. Ja. Alter, fängt die alte Mistkröte das Mann da zu planschen, dieses kleine dreckige Sauvieh. Mistding. Alter. Das ist so scheiße, jetzt darfst du unten nochmal alles einsammeln. Ich mach auch gerade so ein langes Gesicht. So ist Ghostface entstanden aus Scream. Hm? So, und damit, das war Folge irgendwas. Von einem Let's Play von uns, dass ich wenige Leute angucke. Weißt du, ist eigentlich traurig. Nicht so lustig. Ja. Das war's von uns. Genau, du beruhigst dich gleich erstmal und ich. Ja, indem ich auf Klo gehe, Alter. Ja. Lass mal fett eine Angstwurst legen oder so. Und in der nächsten Folge mache ich an der Stelle weiter. Genau, bis dahin, haut rein.